So Leute, heute was Schönes für euch im Test. Oder heute gibt es mal wieder was Schönes für euch, nämlich eine neue Folge Pyromix. Die letzte war ja auch die erste Folge und habe ich mir mal gedacht, komm, drehe ich mal wieder was. Hier haben wir eine rote Skyrocket und hier in dem Poison-Karton ist natürlich keine Poison drin. Wäre ja ein bisschen langweilig mit nur zwei Artikeln. So, endlich. Sondern ordentlich schöner Kram. Einmal hier ein Thunder Kong Double Demolition. Beko China Cracker noch. Eine Mini Simulator. Ein Kubi von Beko. Noch. Ein Speedbird von Nico Badax, glaube ich. Und Nico Rauchbälle und noch Reiber, auch von Nico. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Nico Reiber an. So, ich muss nochmal schnell die Location wechseln und noch einen Nico Reiber dann jetzt erstmal. Ein sehr schöner, dumpfer Sound, wie ein Schuss eigentlich. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Beko China Cracker. Auch sehr schön, echt laut. Auch ein sehr schöner Sound, muss man echt sagen. Komm, machen wir gleich noch einen, wenn er schon aus der Packung rausfällt. Jo, echt sehr schön. Dann, hier können wir mit so einem kleinen Speedbird von Nico mal weitermachen. Ich hoffe, dass der hier hochfliegt. Ja, echt sehr, sehr schön. Kann nur empfehlen. Und ja, dann mal die Rauchbälle. Mal einen roten. Sind auch von Nico. Sehr kurz, aber doch sehr dicht darauf, der sich jetzt langsam verflüchtigt, aber echt schön. Mal nochmal einen anderen hier grün. Auch sehr schön. So, dann mal den Beko kubischen Kanonenschlag. Hat eine NEM von 6,75 Gramm. Falsch rum.
echt sehr, sehr geil. Der Sound war ein bisschen dumm vielleicht, weil der Wind halt in die andere Richtung geht. Aber sehr, sehr geil. Sehr schön. Immer nur zu empfehlen für den Preis. Kann man die sowieso nur empfehlen. So, dann das Thunder Kong Double Demolition. Hatte ich Silvester auch schon getestet. Wie die müssen bekommen. Sehr, sehr schön auch. Erstmal gucken, dass es fest steht, nicht dass es umkippt, das wird ziemlich blöd. Sehr schön, echt laut, schöner Blitzknall. Und dann haben wir noch hier die eine Skyrocket von Jorge. Sehr schön, sehr schönes Rot auch. Ja. Nur. Ja, echt schön. Und dann, hups. Mini-Simulator. Von was ist das eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht, von welcher Marke das ist. Ich glaube von Weco. Bin mir aber, wie schon gesagt, nicht sicher. Leider unscharf, als ich rangezoomt habe. Aber doch, sehr schön. Nur zu empfehlen. Ganz Sachen. Und ja, das war's schon mit dieser Folge. Und dann, ciao.